Platz 1. Warum musste in den Metzgereien der DDR immer mindestens eine Wurst liegen? Weil sich sonst die Leute angestellt und Kacheln gekauft hätten. Platz 2. Erich Honecker geht in Ost-Berlin spazieren. Er sieht eine Frau vollbepackt mit Einkaufstaschen. Na Genossin. Da haben sie aber fleißig eingekauft. Das kann man wohl sagen, Genosse Staatsratsvorsitzender. 3 Stunden musste ich dafür anstehen. Aber Genossin. Es gibt Länder, da müssen die Leute für einen Schluck Wasser einen ganzen Tag warten. Ja, die sind dann aber sicher schon länger sozialistisch als wir. Platz 3. Was ist vollendeter Sozialismus in der DDR? Wenn der SED-Parteisekretär den Pfarrer fragt, ob er ihn am Sonntag trauen kann, der jedoch antwortet, am Sonntag habe ich keine Zeit, da muss ich zur Kampfgruppenübung. Platz 4. Reagan, Brezhnev und Honecker fragen den lieben Gott, was im Jahr 2000 sein wird. Zu Reagan sagt der liebe Gott, im Jahre 2000 werden die USA kommunistisch sein. Da wendet sich Reagan ab und weint ganz bitterlich. Und was wird mit der Sowjetunion? Fragt Brezhnev. Die Sowjetunion, sagt der liebe Gott, wird es nicht mehr geben. Sie wird aufgesogen sein vom Großchinesischen Reich. Da wendet sich Brezhnev ab und weint ganz bitterlich. Und wo steht die DDR im Jahre 2000? Fragt Honecker. Da wendet sich der liebe Gott ab und weint. Ganz bitterlich. Platz 5. Zuletzt wurde der Trabi ohne Motor ausgeliefert, in der DDR ging sowieso alles bergab.